Grüß Gott, liebe Zuschauer, ich grüße Sie. Das heutige Thema, die Brandmauer. Es gibt eine faszinierende Parallelität zur DDR-Mauer. Fangen wir mal an mit den herrschenden Zuständen, mit den Dingen, die die Bürger bewegen. Es gibt derzeit ein hohes Maß an Wut, es gibt Sorgen. Der Wohlstand schwindet. Gewiss gibt es auch andere Themen wie Einwanderung oder der ganze Gender-Kram. Aber eben beim Geld hört der Spaß für die meisten auf. Die Preise steigen immer weiter, insbesondere die für Energie. Es wird ein völlig sinnloses Heizungsgesetz durchgeprügelt. Darüber hinaus soll es auch noch einen Sanierungszwang geben. Das heißt, es droht der Mittelschicht die Enteignung, es droht die Verarmung, es droht dem ganzen Land die Deindustrialisierung. Jetzt will man, beziehungsweise schon eine ganze Zeit, will man den Deutschen auch noch das Auto wegnehmen. Und warum das alles? Klimaschutz. Der sogenannte Klimaschutz. Und vieles beim sogenannten Klimaschutz ist ja äußerst widersprüchlich. Über die naturwissenschaftlichen Hintergründe möchte ich heute überhaupt gar nicht sprechen. Es gibt Maßnahmen, ganz konkrete Maßnahmen, die von der Politik auf den Weg gebracht werden mit einem Ziel, nämlich die sogenannte Dekarbonisierung. Das heißt, es soll kein CO2 mehr entstehen bei Verbrennung von Materialien, bei der Bereitstellung von Energie. Das Ganze ist ein planwirtschaftlicher Größenwahn. Nur ein Beispiel, man kann jedes andere Beispiel auch nehmen, das E-Auto, das wird propagiert. Angeblich ist das Elektroauto CO2-frei. Das ist natürlich ein ganz großer Etikettenschwindel, das ist nur formal auf dem Papier CO2-frei. Tatsächlich verbraucht auch das Elektroauto Energie, nämlich Strom, der irgendwo produziert werden muss. Außerdem sind die Batterien sehr aufwendig. Man benötigt Rohstoffe, die müssen irgendwo abgebaut werden. Die ganze Kette funktioniert weltweit. Und irgendwo auf der Welt wird dann natürlich auch entsprechend CO2 gebildet. In der Marktwirtschaft ist es relativ einfach. Dort gibt es Preise und die Preise sind auch ein Zeichen für Effizienz. Wenn etwas effizient ist, ist es kostengünstig. Wenn etwas nicht effizient ist, dann ist es eben teuer. Und das Elektroauto ist sehr teuer. Es wird noch ein bisschen kaschiert, weil es subventioniert wird und auch quersubventioniert. Aber wenn die Marktwirtschaft walten würde, wenn es Marktpreise gäbe, wäre das Elektroauto viel, viel teurer als das Auto mit Verbrennermotor. Und dementsprechend kann man auch schlussfolgern, dass beim Elektroauto oder durch das Elektroauto sehr viel mehr CO2 entsteht. Hans-Werner Sinn, der renommierte Ökonom, glaubt ja an die CO2-Religion. Er ist sozusagen das Herz des Mainstream, des Hauptstroms. Er glaubt auch daran, dass uns die Apokalypse droht, wegen angeblich zu vielem CO2. Aber, sagt Hans-Werner Sinn, die Maßnahmen der Politiker dienen eben nicht diesem Zweck. Sie sind völlig sinnlos. Ein Reporter hat ihn mal gefragt, was würden Sie denn machen, wenn Sie Bundeskanzler wären, und Hans-Werner Sinn sagte, er würde sofort die Energiewende beenden, alle Maßnahmen, weil es hat überhaupt gar keinen Sinn, dass hier in Deutschland oder in Europa irgendwelche Maßnahmen gemacht werden, dann wird eben woanders produziert, in China oder sonst wo, da wird überhaupt nicht weniger CO2 produziert.
die derzeitigen Ampelparteien anschließend des Anhängsels CDU-CSU sind sich aber einig, dass sie ganz anders vorgehen wollen. Meiner Auffassung nach ist das, was hier betrieben wird von allen Parteien außer von der AfD, Extremismus. Weil A, die Maßnahmen, die sogenannten Klimaschutzmaßnahmen, dürfen nicht hinterfragt werden. B, die Maßnahmen nehmen keine Rücksicht auf Verluste. Der Schaden, der durch die Maßnahmen entsteht, ist den Politikern völlig egal. Es gibt kein Abwägen. Es gibt keine Verhältnismäßigkeit. C. Weil eben das alles so schädlich ist für die Bürger, weil eben alles so rücksichtslos ist, kann das alles nur durchgesetzt werden, die ganzen sogenannten Klimaschutzmaßnahmen mit Zwang und mit Gewalt. Es sind stets sehr hohe Strafen vorgesehen, zum Beispiel, wenn man trotz Verbot noch weiter eine Gasheizung betreiben möchte. Die Ideologie ist totalitär. Eine Opposition ist nicht erlaubt. Die Ideologie hat Ähnlichkeiten mit dem Sozialismus, weil es handelt sich ja um Planwirtschaft. Es ist auch DDR-like, weil ein wichtiger Baustein ist die Zersetzung von Gegnern. Die perfide Existenzvernichtung, also prominente Gegner dieser ganzen Klimaschutzmaßnahmen, die ja auch nur ein bisschen Kritik üben, die werden gecancelt, mit denen darf man nicht mehr sprechen. Also sind die Zersetzungsmethoden der DDR-Stasi. Dann ähnelt das Ganze auch dem Faschismus, weil wie im Faschismus gibt es hier eine Verbrüderung von Politik mit Industrie und mit allen Verbänden. Die Public-Private Partnership nennt man das ganz modern. Früher sagte man dazu einfach nur Faschismus, also die Bündelung aller Kräfte, die Gleichschaltung aller Kräfte. Diese neue Ideologie, diese Klimaschutzideologie, die manche dann auch Ökosozialismus oder Ökofaschismus oder DDR 2.0 oder sowas nennen, die ist aber neu und die Begriffe von vor 100 Jahren sind nicht so ganz präzise. Insbesondere ist ein Punkt ganz neu. Es wird kein Wohlstand versprochen, sondern es wird eingeschworen auf Armut und Elend. Du sollst gar nichts mehr besitzen, heißt es zum Beispiel beim Weltwirtschaftsforum. Trotzdem soll man glücklich sein, weil das alles geschieht ja zugunsten einer angeblich idealen Durchschnittstemperatur. Was für ein Humbug. Ja, wie soll man, mit welcher Vokabel soll man denn diese Ideologie belegen? Vielleicht muss man ein neues Wort einfach erfinden. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich nenne diese Ideologie den Dekarbonismus. Der Dekarbonismus fährt wie andere totalitäre Ideologien die Gesellschaft gegen die Wand. Es gibt eine Spaltung, eine sehr tiefe Spaltung in der Gesellschaft mit einem ganz tiefen Graben dazwischen. Es gibt auf der einen Seite des Grabens die Dekarbonisten und es gibt auf der anderen Seite des Grabens die Gegner, diejenigen, die die Freiheit bewahren wollen. Die schweigende Mehrheit ist etwas vernebelt. Über 30 Jahre Propaganda jeden Tag in der Tagesschau, dass die Klimakatastrophe kurz bevorsteht, haben ganze Arbeit geleistet, aber die schweigende Mehrheit ist ganz und gar nicht überzeugt. Sie ist nicht wirklich überzeugt. Die Stimmung kann jederzeit kippen, insbesondere wenn es wirklich eben an den Geldbeutel geht. Gäbe es eine faire und offene Debatte, dann wären 80% mindestens gegen den Dekarbonismus. Aber tatsächlich steht eben von den Parteien nur die AfD gegen den Dekarbonismus und die AfD wollen nur 20% wählen, weil eben auch das ist natürlich Teil der Strategie,
hier seit 10 Jahren eine Diffamierung, eine erhebliche Diffamierung, eine Zersetzung stattfindet. Es wird aber nichts nützen, weil die Realität wird alle einholen. CDU, CSU, wie alle anderen, haben sich verrannt. Sie sind Gefangene in der Ideologie des Dekarbonismus. Diese Ideologie wird aber an der Realität zerschellen. Derzeit möchte die CDU, CSU eine eigene Blase, ihre eigene Blase mit, in der sie sich zusammen mit Grünen, SPD und FDP eingerichtet haben, erhalten und redet deswegen ständig von einer Brandmauer. Was ist der Sinn dieser Brandmauer? Der Sinn dieser Brandmauer ist, dass die eigenen Leute dazu angehalten werden, nicht über den Graben auf die andere Seite zu springen. Sie sollen beim Versuch, auf die andere Seite zu springen, verbrennen. Die DDR hätte ohne Mauer nicht existieren können, weil diese Ideologie eben darauf ausgelegt war, dass Preise und Leistung keine Rolle spielen und die Leistungsfähigen wären dann eben einfach alle weggelaufen. Der damalige Sozialismus ist dann nach dem Mauerfall sofort zerplatzt. Wenn die Brandmauer, die die CDU aufgebaut hat, fällt, was wird dann passieren? Ja, dann wird die CDU zerrissen. Dann gibt es eine schwere Existenzkrise. Wenn sie aber aufrechterhalten wird, die Brandmauer, dann wird es noch schmerzhafter. Auch für CDU und CSU. Es bleibt spannend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.